Eine wichtige Grundlage für die Klimaforschung, das Verständnis des Klimasystems, ist natürlich zu verstehen, okay, wie ist denn der Zustand des Klimasystems heute? Also Messungen des Klimasystems sind wichtig. Dafür sind wir jetzt im Messgarten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik und ich freue mich, mit Roos de Wit einige dieser Gerätschaften kennenzulernen. Ja, herzlich willkommen an der ZAMG im Messgarten. Wenn es ums Klima geht, wahrscheinlich ein Parameter, die direkt ins Auge springt, ist die Temperatur. Wir nennen es ja auch Erderwärmung. Und Temperatur wird eben in diese Hütten gemessen. Ich zeige mal, wie das ausschaut. Also eigentlich eher, wie es früher ausgeschaut hat. Da sind diese Thermometer drin. Heutzutage machen wir das aber nicht mehr mit diesen Thermometern, weil es natürlich nicht so praktisch ist. Hier hat wirklich jemand hinkommen müssen, um das ablesen, notieren. Mhm. Heutzutage ist das natürlich nicht mehr so. Das wird mit Sensoren gemessen. Aber die Sensoren sind noch immer in diese Hütten drin. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum ist es genau in so einer Hütte? Und manchmal sagen Leute, ja, es ist bestimmt, weil es dann irgendwie von Regen geschützt ist. Aber das ist gar nicht der Grund. Der Grund ist nämlich ganz ein anderer. Wir wollen diese Messungen ganz gerne von der Sonne schützen. Das kennst du vielleicht eh auch, wenn man halt irgendwo steht, es ist volle Sonne, schön warm, aber man heißt irrsinnig auf und im Schatten fühlt sich das ganz anders an. Das ist bei diesen Temperaturmessungen natürlich auch sehr, sehr wichtig. Und was noch auffällt, ich stehe hier auf dieser Treppe. Wir messen Temperatur immer in 2 Meter Höhe über Rasen, wie man hier auch sieht. Und das ist ganz wichtig, weil die Sonne natürlich auch den Boden aufheizt. Und wenn wir das eben sehr nah am Boden messen würden, würden wir auch die Rückstrahlung, diese Wärmestrahlung vom Boden mitmessen. Und das wollen wir gar nicht. Deswegen eben 2 Meter Höhe über Rasen. Und das machen wir nicht nur in Österreich so, das wird überall auf der ganzen Welt eigentlich so gemacht, damit die Messungen eigentlich immer vergleichbar sind. Wir haben vorher gesehen, wie Temperatur gemessen wird, aber das Klima ist natürlich viel mehr als nur Temperatur. Es gibt total viele Parameter, die wir messen wollen. Ein wichtiger Parameter, auch für uns, wenn es um Wetter geht, ist Regen oder Niederschlag. Also Niederschlag, Regen, Schnee, Hagel. Ja. Und das wird eben hier auf dieser Plattform gemessen. Da steht dann ein Regenmesser, man kann schon sehen, man fängt den Regen auf. Aber wie passiert das jetzt genau? Ja, wenn du reinschaust, siehst du vielleicht schon ein bisschen was. Wie wird das aber gemessen? Und vielleicht kennt man schon diese Messungen, die man auch im Garten machen kann, oder? Man stellt ein Glas auf und lässt es einfach mal reinregnen. Ja. Und am nächsten Tag geht man wieder hin und schaut, oh, wie viel war das jetzt? Lädt das Glas aus und wiederholt. Ja. Mhm. Kann man schon so machen, ist natürlich nicht sehr praktisch, weil du musst da immer jeden Tag jemand wieder hinschauen. Und es hat noch einen großen Nachteil, nämlich, dass man weiß ja nur, wie viel im ganzen Tag geregnet hat. Aber man weiß jetzt nicht, ob es den ganzen Tag ein bisschen geregnet hat oder auf einmal ganz viel. Und deswegen brauchen wir eigentlich ein bisschen eine bessere Lösung. Und das ist eben in diese Regenmessgeräte eingebaut. Und wie das jetzt funktioniert, das zeige ich mal. Komm mal mit. Also die Niederschlagssysteme, die hier herumstehen, da kann man eigentlich nicht so viel sehen. Deswegen haben wir hier dieses Niederschlagsmessgerät, aber halt mit einer Öffnung an der Seite, damit wir reinschauen können, wie das eigentlich von innen ausschaut. Also regne mal rein und dann schauen wir mal, was passiert. Verstehe. Genau, man sieht halt, also wenn man von oben reinschaut, es ist ein kleines Loch drin, das Wasser läuft durch und tropft auf diese Wippe. Und wir wissen eigentlich genau, wie groß und Tropf ist, die durchkommt. Und können also Tropfen zählen. Wir wissen immer, wie viel Wasser das ist und damit, mit der Sensorik, können wir zählen, wie oft das jetzt gekippt ist und können dann berechnen, wie viel es jetzt eigentlich geregnet hat. Also wir haben jetzt 2 sehr wichtige Parameter gesehen, Lufttemperatur, Niederschlag, aber hier im Garten wird noch ganz viel mehr gemessen. Luftdruck zum Beispiel, Luftfeuchte, aber auch wie hoch die untere Wolkenschicht ist. Wir messen natürlich auch Wind, aber jetzt würde ich gerne noch einen Parameter vorstellen und dazu müssen wir aber hoch hinauf auf den Messturm. Okay. Super, gehen wir mal dahin. Wir haben schon gesehen, wie Temperatur und Niederschlag gemessen wird, dass wir hier Wind messen, Luftdruck, Luftfeuchte und so weiter. Eine wichtige Messung habe ich noch nicht erzählt und das ist die Strahlung. Und das wird mit diesem Gerät hier gemessen. Die kurzwellige Strahlung, also die Sonnenstrahlung, wird hier gemessen. Wie funktioniert das jetzt genau? Also da sieht man so eine Kuppe.
die Sonnenstrahlung fällt rein und fällt da auf einen Sensor. Da sind unterschiedliche Farben drinnen. Die schwarzen Teilen erhitzen sich stärker als die weißen Teilen und so entsteht dann Strom. Und basierend auf diesem Strom kann man halt messen, wie stark jetzt die Strahlung ist. Ist es jetzt sehr sonnig, misst man halt ein stärkeres Signal, als wenn es jetzt bewölkt ist. Wir haben also zwei Geräte. Der eine misst die Strahlung, nicht nur die Sonnenstrahlung, sondern auch die Strahlung, die vom Himmel kommt, von den Wolken kommen, was alles reflektiert wird, Sonnenstrahlung. Da links haben wir aber noch ein Gerät, das wird abgeschattet von diesen Bällen, die da oben sind. Das dreht auch so mit, je nach Sonnenstand dreht das halt immer mit. Und damit wird halt die Sonne direkt ausgeblendet. Und das ist wichtig, weil damit können wir dann nur die Strahlung messen, die verstreut wird von den Wolken, vom Himmel. Und wenn wir diese beiden Messungen vergleichen, kann man halt das rausrechnen und dann kommt man auch genau auf die Sonnenstrahlung, die direkt von der Sonne kommt. Obwohl wir bei diesen Strahlungsmessungen schon am Turm sind und schon eigentlich relativ weit in der Höhe, sind wir, wenn man schaut, wie viel Atmosphäre noch über uns ist, trotzdem noch ganz nah am Boden. Wir brauchen aber auch Messungen in der Atmosphäre. Wie können wir das machen? Einerseits zum Beispiel mit Flugzeugen, aber Passagierjets kommen ja nicht über 10 Kilometer hinauf. Also brauchen wir eine andere Methode. Und dazu gibt es einen Wetterballon. Diesen Wetterballonaufstieg werden wir uns jetzt auch anschauen. Also wir haben jetzt gesehen, wie wir Messungen hier recht nah am Boden machen können, obwohl dieser Turm natürlich, wenn man oben steht, nicht ganz so niedrig ist, aber trotzdem, wie wir schauen, oben ist noch ganz, ganz viel Atmosphäre. Wie können wir da auch messen? Weil das ist natürlich auch total wichtig zu wissen, was eigentlich über uns die Bedingungen in der Atmosphäre sind. Und dazu gibt es eben einen Wetterballon oder einen Radiosondeaufstieg. Das passiert zweimal am Tag über die ganze Welt, nicht nur hier in Wien. Zu unserer Zeitzone ist das so rund die Mittagszeit und einmal Mitte in der Nacht. Und was passiert? Also wir haben da eigentlich einen riesigen Ballon, schaut so aus in der Verpackung, der wird gefüllt mit Wasserstoff und da hängt man unten ein Messgerät dran. Und damit kann man Temperatur messen, Luftfeuchte messen und wir können es heutzutage natürlich mit GPS tracken, sprich wir wissen eigentlich immer, wo es ist. Und so können wir bis ganz weit oben messen. Und wie gesagt, Lufttemperatur, Luftfeuchte und wir wissen immer, wo es ist, wie hoch, aber auch wo es positioniert ist. Natürlich bewegt sich aber dieser Ballon mit der Wind. Sprich, wenn wir jetzt immer wissen, wo der ist, können wir auch da Windrichtung und Windgeschwindigkeit berechnen. Genau. Wie hoch kommt dieser Ballon? Wir wissen ja, Luftdruck nimmt mit der Höhe ab. Das heißt, dieser Ballon wird auch immer größer und größer und größer. Und ab ca. 30 Kilometer platzt er einfach auseinander und es fällt wieder runter. Deswegen geben wir ihm auch immer so ein schönes rotes Fallschirm mit, damit es nicht zu Verletzungen kommt, wenn er am Boden aufkommt. Und wenn man ihn findet, hat man Glück, weil man darf ihn behalten. Die werden nicht mehr eingesammelt. Also wir haben jetzt gesehen, wie hier an der Hohen Warte gemessen wird. Aber natürlich gibt es nicht nur eine Messstation. Durch ganz Österreich gibt es alleine von der ZAMK 260 Messstationen. Und über die ganze Welt verteilt sie natürlich total viele. Und so kann man sich auch global ein Bild machen. Aber es ist natürlich trotzdem nicht flächendeckend. Und damit man das erzielen kann, gibt es auch andere Möglichkeiten, nicht nur vor Ort zu messen, sondern auch mit Fernerkundung, zum Beispiel Satelliten.